Hallo Freunde, Schirov hat sich definitiv nicht an die goldenen Öffnungsregeln gehalten. Macht 13 Züge lang, nur Bauernzüge, entwickelt nichts und steht trotzdem gut. Wahnsinn. Wie das passiert ist und was jetzt weiterkam und so weiter, schauen wir uns heute an. Ich bin Jürgen, der Schachstratege, und ich möchte dir helfen, zum besseren Schachspieler zu werden. Dazu habe ich bereits über 1000 Videos gemacht. Und wenn dir diese Videos gefallen, dann lass doch gerne ein Abo da und drück unbedingt die Glocke, denn dann verpasst du kein weiteres Video, wenn ich eins herausbringe. Viel Spaß auf meinem Kanal. Dazu folgen wir der Partie von Boris Gelfand gegen Alexei Schirow aus dem Jahre 2003 nee, 1993 in Linares. Schirow hatte die schwarzen Steine und Gelfand öffnet mit C4 Englisch. Alles gut. Und jetzt schauen wir mal. E6 ist völlig in Ordnung und mit D5 Damengambit ähnliches. G3 Fianchetto, alles gut. Schwarz spielt C6, das ist auch völlig in Ordnung. Ja, damit droht man vielleicht mal irgendwann hier auf C4 zu nehmen, um ja, diesen Bauern vielleicht mit B5 decken zu können, diese Diagonale des Läufers hier auch abzublocken. Also von daher noch alles im grünen Bereich. Und um diese Theorievarianten zu umgehen, spielt Weiß hier B2, B3 und deckt diesen Bauern. Okay, und jetzt könnte man ja mehr oder weniger normal die Figuren irgendwie raus, ja, wie auch immer spielen. Aber Schirov denkt sich, nö, das wäre zu einfach. Ich mach mal. Hier, schau mal, der B3, der gibt mir ja auch den Hebel, dass ich hier mit A7, A5 und dann A5, A4 vielleicht meine A-Linie irgendwie öffnen kann. Mal gucken, ob da irgendwas geht. Die Bauernstruktur anreißen. Okay. Weiß entwickelt sich, deckt damit den Turm, damit droht quasi erstmal nichts. A4 können wir trotzdem spielen. Die Idee ist natürlich, wenn Weiß hier auf A4 nähme, wäre die Bauernstruktur natürlich ja, sehr unschön und unvorteilhaft für Weiß kaputt gesprengt. Also sagt sich Weiß, ja, weißt du was, ich lasse das stehen, ich entwickle mich. So, Weiß macht alles richtig, ja, goldene Öffnungsregeln, Figuren raus, König rochieren. Was macht Schwarz? Jetzt spielt er auch noch A3. Eieieiei. Jetzt öffnet er die A-Linie nicht mal. Aber ja, dieser Bauer ist sehr, sehr weit vorgeschritten. Jetzt nehmen wir mal an, in einer hypothetisch optimalen Welt, irgendwie kriegen wir den A2 erobert. Ja, dann hat es dieser Bauer nicht mehr so wahnsinnig weit. Langfristiges Ziel, ne? Keine Frage. Okay. Läufer C3 kam. Läufer C1 ist auch eine Möglichkeit und ist vielleicht sogar im Nachhinein etwas besser, aber Läufer C3 ist jetzt ja erstmal kein grober Fehler, ne? Überhaupt nicht. Man muss den Läufer wegziehen und sich zurückentwickeln, macht auch sieht komisch aus. Alles von daher alles gut. So, jetzt aber die Figuren raus. Nö. B5. Es droht B5, B4. Und auf einmal ist dieser Läufer vielleicht in Gefahr. Ja? Und da denkt sich Weiß, Moment, was Schwarz kann, das kann ich auch. Spiele ich C5. Dieser Läufer ist zwar ungedeckt, aber der kann nicht geschlagen werden wegen Läufer G7. Okay. Und jetzt im achten Zug. Schirov entwickelt eine Figur. Halleluja. Sensationell. Gilfand deckt diesen Bauern auf C5. Okay. So, und jetzt wissen wir ja, goldene Öffnungsregeln, nicht nur, dass man die Figuren entwickeln sollte, sondern man sollte auch immer nur einmal jede Figur ziehen. Ja, und ja, man hat ja genug, ne? Deswegen genug Möglichkeiten. Was macht Schirov? Entwickelt keine weitere Figur, nimmt die Figur, die er schon mal hatte, und zieht die schon wieder. Unglaublich. Weiß rochiert. Ja, und als wenn das jetzt nicht der Höhepunkt wäre. Jetzt schlägt Schirov auch noch auf C3. Jetzt hat er seine einzige Figur, die er entwickelt hat, noch zweimal gezogen. Und jetzt hat er aber nichts entwickelt, nur Bauernzüge. Ne? Und Weiß kann jetzt hier zurückschlagen. Und ja, hat dann Entwicklungsvorsprung und wie auch immer. Und jetzt gucken wir mal. In der Partie folgte nämlich Springer schlägt C3 und der ist tatsächlich kritisiert worden. Etwas besser wäre der hier gewesen.
Jetzt muss man gucken, dieser A3-Bauer kann auch potenziell zur Schwäche neigen, ne, wenn er hier angegriffen wird. Also müssen wir den irgendwie decken, dass wir auf der A-Linie den Bauern decken können. Okay. Und ja, jetzt kann Weiß verschiedene Optionen machen. Er könnte versuchen, sich diesen Bauern direkt zu nähern und den zu erobern. Dann bekommt Schwarz ein bisschen Gegenspiel in Form von, wir besetzen das Zentrum, die Läufer, also respektive die Figuren kommen dann raus und die A-Linie, die ist ja jetzt offen. Klar, Bauer ist Bauer, keine Frage, aber auf der A-Linie ist es nicht so einfach, vielleicht den Druck abzuschütteln für Weiß, zumal die Figuren auch sich so selber so ein bisschen auf den Füßen stehen. Und wenn Weiß jetzt zurückzieht, ja, dann ja, ist halt wieder eine Rückentwicklung quasi, ja. Und ist halt unklar. Und auch die Engine gibt hier keinen extrem großen Vorteil für Weiß an. Ja? Natürlich einen kleinen 0,5 oder so, ja. Aber das ist alles spielbar und völlig in Ordnung für Schwarz erstmal. Dafür, dass er nichts entwickelt hatte. Und wir gehen in unsere Partie zurück. In der Partie folgte aber Springer C3. Sieht auch sehr, sehr natürlich aus. Ja? Figuren raus, warum nicht? Aber natürlich ist dieser Druck gegen diesen A3-Bauern jetzt nicht mehr gegeben. Und Schwarz sagt sich, ja, weißt du was, hole ich mir noch ein Tempo. Zack, hier auf diesen drauf. Der springt sich weg. Richtung Zentrum. Vielleicht kann er mal hier reinhüpfen. F5. Und damit sind wir in unserer Stellung. Ja. Nach 12 Zügen hat Schwarz hier nichts entwickelt. Nur Bauernzüge gemacht. Und die Engine-Bewertung sagt, Schwarz steht leicht besser. Ja, wie willst du das irgendwie erklären? Ja, es ist faszinierend. Springer G5. Droht hier drauf vielleicht mal. Und jetzt geht's los. Schirow entwickelt eine Figur. Okay, mit Tempo. Wir greifen den an. Der wird gedeckt. Jetzt Läufer F6. Ah, und dieser Läufer steht hier gar nicht schlecht. Wir schauen mal, das war ja auch von diesem Springer E4 Manöver und Springer schlecht C3, dass eben Schwarz diesen Läufer noch hat auf F6 und Weiß diesen schwarzfeldigen Läufer nicht mehr. Das heißt, dieser Läufer hat erstmal keinen Gegenspieler. Dieser Bauer könnte jetzt hier vorrücken, ja, und dann fällt das gar nicht so wahnsinnig auf, dass das Schwarz Entwicklungsrückstand hat. Dann B3. Okay. Greift den an und das ist ja auch völlig nachvollziehbar. Ja? Und puh, sieht auf den ersten Blick immer noch nicht so aus, als wenn Schwarz hier irgendwie was Greifbares hätte. Aber der nächste Zug, ja, dann wird es langsam spannend. Schwarz muss erstmal diesen Bauern denken. Und jetzt zentralisiert er die Dame. So, und greift natürlich auch die weiße Dame an. Wenn es hier zum Tausch auf B3 käme, wäre dieser A-Bauer hier vielleicht schon mal ein Freibauer. Und Weiß zog in der Partie Dame B1, um die Dame nicht zu tauschen. Wir gucken mal, was war denn die Idee, wenn hier der Weiße die Dame getauscht hätte? Mit welchem Bauern schlagen wir? Nun, jetzt haben wir die Option, mit dem C-Bauern zu schlagen und dem Gegner hier einen Freibauern zu bescheren. Oder mit dem E-Bauern zu schlagen und damit die Mobilität des eigenen Bauernzentrums ja, aufzuheben. Ne? Dass wir hier eben keine Walze mehr haben. Dazwischen muss man sich entscheiden. Und C mal D ist hier tatsächlich der bessere Zug, der viel bessere Zug. Denn dieser Bauer rückt hier gleich noch vor, nach E5, nach E4. Der Springer geht nach C6, blockiert erstmal diesen Bauern, greift ja auch den B4 an in Verbindung mit Turm A4. Kann dieser B-Bauer ja hier auch zur Schwäche werden. Ne? Und dann hat man ein aktives, dynamisches Spiel. Und mehr will Schwarz ja gar nicht. Und deswegen, das wäre gut für Schwarz. Und deswegen hat in unserer Partie der Weiße auf den Damentausch verzichtet. Okay, jetzt H7, H6 greift diesen Springer an. Auch noch nicht unwichtig, ja. Dieser Läufer und diese Dame stehen sich ja gegenüber. Und das ist natürlich auf den ersten Blick immer so, uiuiui, irgendwelche Abzugsgefahren. Aber
Hier hat eben dieser Springer F3, der hat keinen Abzug. Tja, wohin, ja? Ich meine, nach H2, gut. Droht erstmal nichts und der Springer steht dann auch nicht sonderlich gut. Noch wichtig ist aber, klar, dieser Springer B8 hat sich nicht entwickelt, aber er deckt immerhin den C6. Ist ein Anfang, ne? Und deswegen hat Weiß hier keine großen Abzüge. Deswegen zieht er den Springer weg. Jetzt kommt E5 und jetzt sehen wir auf einmal hier, ja, die Bauernmasse droht vielleicht mal E4. Und Weiß macht wie im Benoni, ja, das Zentrum erstmal angreifen und irgendwie die öffnen. Immerhin, der König ist ja noch in der Mitte. So schlecht kann das ja auch nicht sein. Schwarz schlägt hier auf E3. Weiß schlägt zurück. So, und jetzt würde man ja sagen, komm, wir lassen uns mal Rochade machen oder Figuren entwickeln in irgendeiner Form. Ja? Aber man muss jetzt zumindest im Auge haben, dass jetzt, wo ein Bauer auf E3 steht, dass jetzt hier so ein Abzug mit dem Springer drohen könnte. Denn der Springer hier schön zentral, ja, immer an diesen Angriff hier denken. Der Springer ist gedeckt vom Bauern. Dann ist der C6, der F5, alles so ein bisschen angegriffen. Ja, der F5 ist sowieso hier angegriffen. Also man muss es im Auge haben. Trotzdem sagt sich Schirow, ich habe keine Angst und rechnet eisenhart Turm A4, was einfach diesen B4 hier unter Druck setzt. Ja. Weiß sagt sich, ja, dann greife ich halt die Dame an, aber die geht einfach zurück und wir sehen, beide Bauern, der F5 und der C6, sind völlig ausreichend gedeckt. Und jetzt hängt eben dieser Springer hier. Wahnsinn, ne? Springer C2. So, Rochade, endlich. So. Diesen Läufer hier, ja, der ist blockiert. Den kann man eventuell sogar noch abschließen. Dann muss man aber ein bisschen aufpassen. Man macht sich seine eigene Figur aktiv. Das ist gut, das droht bestimmt auch irgendwann. Ja, vielleicht gibt man dem Gegner hier ein Feld, aber wenn man hier Material, glaube ich, mit einsammeln kann, ist das, glaube ich, akzeptabel. Und deswegen möchte Weiß diesen Vorstoß E5, E4 nicht zulassen und spielt ihn selber. So, und was tun, sprach Zeus? Bauern vollziehen. Die Idee ist natürlich, wenn Weiß hier Schlüge, ja, schlagen wir zurück und dadurch geht dieser Läufer wieder auf. Dieser Bauer ist ja trotzdem, ja, ich meine, abgesehen davon, dass der H4 fällt, der Turm hat hier eine Wirkung auf den F-Bauern, vielleicht mal beim F3 unterstützen. Und das ist natürlich alles überhaupt nicht erstrebenswert für Weiß. Ja. Und deswegen schlägt Weiß hier auch nicht, sondern spielt Dame B3, Schach. Okay. Und jetzt könnte man ja hier vielleicht mit dem König wegziehen. Aber, sehr, sehr spannend, Schirow zieht der Dame dazwischen. Und das hat wieder konkrete Gründe. Ja, es ist ja klar. Man möchte jetzt hier vielleicht wirklich mal auf B3 schlagen. Dann hätte man hier schon mal einen Freibauern, einen potenziellen. Vor allem aber möchte man einfach Läufer E6 spielen, ja, die Figuren rausbringen, dann hätte man hier wunderbar diese Diagonale, diese Batterie und den A2 unter Druck genommen. Man hat nebenbei diese Läuferdiagonale aufgemacht, das ist wichtig, denn hier entsteht ein kleines taktisches Motiv, dass dieser Bauer hier auch mal vorrücken könnte und diesen Läufer ablenken kann, dass hier auf einmal dieser H3 hängen könnte. Und deswegen hat Schwarz gesagt, Dame F7 ist besser als den König wegzuziehen. Weiß tauscht auch die Dame, Turm schlägt und zieht den Turm nach D1. Und der sieht ja sehr, sehr natürlich aus. Ja? Turm auf eine offene Linie. Aber wenn wir genauer hingucken, sehen wir, der Turm hat gar nicht so wahnsinnig viele Einbruchsfelder. Und hier auf D6 droht er einfach nichts. Ja? Im Gegenteil. Wenn Weiß nichts droht, Schwarz hat eine Drohung, nämlich F4, F3. Das war, was wir eben angesprochen haben. Jetzt muss der Läufer wegziehen. Und G7, G5. Wow, und schon wieder diese Bauernzüge, ne? Ist ja der Wahnsinn. Jetzt droht G5, G4 und dieser Springer ist quasi gefangen. Und da ist auch schwierig, irgendwas gegen zu machen. Gilfand spielt Turm D3, versucht,
den hier anzugreifen. Und nach G4 hat der Springer erstmal kein Feld. König H2 und jetzt sehen wir, jetzt dieses Feld ist jetzt frei, aber schauen wir mal, ist denn dieser Springer, ist der denn wirklich auf G1, steht der denn wirklich besser? Und das ist der Grund, warum Weiß den von vornherein quasi eingestellt, in Anführungsstrichen, hat. Hier auf E2, er kommt ja auch nicht raus, wegen diesem Bauern hier. Das heißt, diese Figur, ob die jetzt da oder da steht, ist völlig egal, denn sie kann hier auch nicht nach vorne gehen. Ja, beide Felder sind von Bauern kontrolliert. Das heißt, die Figur ist so oder so weg. Und die müssen wir jetzt gar nicht sofort nehmen. Denn würden wir die jetzt hier einfach nur schlagen, weil nach dem Motto, oh, da hängt eine Figur, ja, dann geht der erste Bauer vom Brett, der zweite fällt mit vom Brett. Damit macht man sich das Leben unnötig schwer. Dass Schwarz immer noch gut steht, keine Frage, aber das ist ja alles nicht nötig, denn dieser Springer, wie gesagt, der kann nirgendwo hin. Und deswegen stellen wir uns erstmal auf der D-Linie entgegen und sagen dem Weißen, du kannst gar nichts. Ja, das ist, sieht schlecht aus für dich. Und nach Turm D1, Tausch, Tausch. Achtet mal darauf, dass dieser Springer auf H3, der steht da rum, ja, aber den nimmt Schwarz nicht, weil er einfach nicht zwei Bauern geben möchte für die Figur. Er sagt sich, diese zwei Bauern sind viel wertvoller von der Qualität her. Die schnüren diesen Läufer noch mit ein, der Springer kommt nicht raus, der König kommt hier nicht so richtig raus. Ja? Die zwei Bauern sind viel, viel wertvoller als irgendwie so eine Figur. Läufer E6 greift den E6 an. Turm D6 und hier sehen wir, dieser Springer, der noch überhaupt gar nicht gezogen hat in der Partie, ist wieder mal lebenswichtig, um den C6 gedeckt zu halten. Den E6 können wir ja problemlos decken hier mit unserem König. Ja, und jetzt hat Weiß ein Problem. Der A2 ist quasi weg und dann sehen wir schon, oh, dieser Bauer, die langfristige Strategie von Schirow droht sich durchzusetzen. Gelfand hat noch einen kleinen Verzweiflungstrick. Und der sorgt ja oftmals bei uns für Verwirrung. Nämlich, dass er hier auf B5 eine Figur gibt. Und jetzt mit Turm B6 diesen Springer angreift und diesen B5 gewinnen will. Und dann auf einmal hätte Weiß zwei verbundene Freibauern. Da fängt man ja auch vielleicht an, sich mal irgendwie Sorgen zu machen. Schirow nicht, der entwickelt einfach den Springer jetzt. Jetzt er war ja auch angegriffen. Er ist auch nicht nach D7 gegangen, um nicht hier in diese Festung mal reinzulaufen. Jetzt droht mal C5, C6 mit Tempo. Ja, und dann ist der Bauer schon noch einen Schritt schneller und weiter und so weiter. Das erspart sich Schirow alles. Ja? Und deswegen zieht er den Springer nach A6. Der Bauer kommt, okay. Aber der A2 hängt ja auch. Turm B5. Und jetzt haben wir es schon hier, diese zwei Bauern. Werden die noch gefährlich oder was? Ich meine, sieht auf den ersten Blick gefährlich aus. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, ja, dieser Springer ist ja immer noch quasi weg. Und Weiß hat Turm und zwei Bauern und Schwarz hat drei Figuren, um irgendwie diese Bauern aufzuhalten und den eigenen Bauern ja auch noch. Und den setzt er ein, indem er den Läufer nach B1 spielt, mit Tempo diesen Springer angreift und nicht nur diesen Springer angreift. Auf der Schach gehen wir einfach weg. Wenn der Springer jetzt wegzöge, zum Beispiel nach E3, wir können ja auch den E4 schlagen und damit ist der C6 mit Tempo weg. Ja, wir können aber auch vor allem ziemlich einfach diesen Bauern umwandeln. Also das kann man sich quasi aussuchen. Und deswegen hat Gelfand gesagt, dann muss der Bauer weg, bevor der durch ist. Den schlagen wir. Und B5. Ja, und das sieht doch schon mal, oh, gefährlich, gefährlich. Witzig ist, dass dieser Springer seit Stunden da rumhängt, ja, und einfach völlig ignoriert wird von beiden Seiten. Total super.
Wie halten wir diese Bauern auf? Naja, ziemlich einfach, ne? Wir schlagen auf E4. Jetzt kann dieser Bauer nicht vorziehen, weil der Turm hängt und das Umwandlungsfeld kontrolliert ist. Und auf Turm A7, was diesen Springer fesselt, jetzt nehmen wir den einfach, denn der hängt ja gar nicht. Naja, potenziell schon, ne? Mal abgesehen davon, dass Schwarz jetzt drei Figuren mehr hat. Ne? Was soll denn Schwarz jetzt, Weiß jetzt hier groß machen? Den hier schlagen, dann ist einfach der weg. Ne? Und das Umwandlungsfeld ist ja kontrolliert. Und dann halte ich mindestens eine Figur über, ne? Wenn nicht sogar mehr. Und mit dem Turm schlagen wäre ja im Grunde das Gleiche. Ne? Das Umwandlungsfeld ist und bleibt kontrolliert. Und B6 geht nicht, dann hängt der hier und den können wir hier opfern. Das Umwandlungsfeld ist auch von dem Springer kontrolliert. Also hier geht einfach im Grunde genommen gar nichts mehr. Ja? Drei Figuren ist dann doch ein bisschen viel nach G schlägt H. Und ja, Gelfand hat eingesehen, dass diese Bauern nicht mehr vorankommen. Ein extrem ungewöhnlicher Start in eine Schachpartie, aber Scherhoff hat großes Verständnis bewiesen, ja? was Figurenaktivität und was die Bauern, was Kontrolle von Feldern angeht und so, war sehr, sehr spannend. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Noch Fragen? Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.